Ich habe jetzt erwähnt, dass der Papst die Messe nicht einfach so ändern kann, ja? Das Konzil von Trient in der 7. Sitzung, Kanon 13 des Sacramentis in Genere sagt, wenn jemand behauptet, dass die althergebrachten und bei der feierlichen Spendung der Sakramente angewendeten Riten entweder verachtet werden dürften, verdammt werden dürfen oder etwas weggestrichen werden darf oder dass sie durch irgendeinen Hirten der Kirche, wen auch immer, in neue Riten verwandelt werden dürfen, der sei verflucht. Anathema sit. Aut in novos alios per quem cumque ecclesiarum pastore mutari posse, anathema sit, wortwörtlich, quis cumque, wie der Herr Dr. Barth gerne allen hier bestätigen wird, heißt wer auch immer, das heißt nicht a jeder heißt quisque. Quis cumque heißt egal wer auch immer, wer auch immer. Ich habe das extra im Oxford Latin English Dictionary, sämtliche Bedeutungen von quis cumque, eindeutig, wer auch immer, egal wer das ist. In aut in novos alios mutari posse, anathema sit. Der Papst ist auch ein Hirt der Kirche, heißt Bischof von Rom, Erzbischof von Latium, Primas von Italien, Patriarch des Westens, Stellvertreter Christi und Diener der Diener Gottes. Ganze Menge Hirtenämter in einem. Auch er kann nicht die althergebrachten Riten einfach in neue verwandeln. Das hat Innozenz III., den Papst, den Pater Messen gestern erwähnt hat, hat Innozenz III. Schon gesagt, dass wenn ein Papst es unternehmen will, alle Riten zu ändern, er ins Schisma geht, weil das ein Verbrechen gegen die Einheit der Kirche ist, die ja im Ritus und die ja in der Gottesverehrung unter anderem besteht, nicht nur in der Leitung unter dem Papst und im Glauben. Und das hat Eugen IV. Bestätigt und das ist immer wieder herausgekommen, auch durch die theologische Bedeutung des Dekretes Quo Primum, mit dem 1570 Papst Pius V. eine längst vorhandene und kaum veränderte Messe kanonisiert hat. Die Formel, dass dieses Dekret nicht abwandelbar ist, ist nicht so zu verstehen wie dieselbe Formel in der Aufhebung des Jesuitenordens durch Clemens XIV., denn das ist ja eine Disziplinarangelegenheit. Der Papst kann doch nicht in Disziplinarangelegenheiten und Angelegenheiten der Kirchenregierung seine Nachfolger binden. Aber selbstverständlich bindet der Papst in Glaubenssachen seine Nachfolger. Nun ist die einzelne Rubrik eines Messbuches keine Glaubenssache. Das Messbuch aber so, als Ganzes, in toto, ist selbstverständlich nicht nur Glaubenssache, sondern Glaubensgrundlage. Die älteste liturgische Prinzip heißt Lex orandi statuat legem credendi und nicht umgekehrt. Wenn das jemand umgekehrt behauptet, irrt er. Bis Pius dem 11. einschließlich haben durch 1300 Jahre durch alle Päpste, die je darüber geschrieben haben, immer nur gesagt in verschiedener Syntaxstellung Lex orandi statuat legem credendi. Die Lex Orandi, wenn das nicht Lex Orandi ist, was bitte dann? Wir haben ja nur die uns brevier. Die Lex Orandi ist die Grundlage sogar der Lex Credendi, also der Dinge, die wir glauben müssen. Folglich bindet Pius V. selbstverständlich seine Nachfolger. Und das ist nicht die Interpretation von Dr. Dr. Hesse, sondern das ist die Interpretation von Clemens VIII., das ist die Interpretation von Urban dem 8., von Pius dem 10. und Ai Gogeta sogar von Johannes dem 23. noch. Die nämlich einmalig in der Kirchengeschichte im Messbuch die Dekrete ihrer Vorgänger nicht rausgeschmissen haben, wie das üblich ist. Wenn ein neues Kirchenrechtsbuch veröffentlicht wird, dann ist dort nur das Dekret des Papstes drin, der es veröffentlicht hat. Selbstverständlich. Einzig im römischen Messbuch ist immer noch drinnen Pius V., Clemens VIII., Urban VIII., Pius X. und in der letzten Variante Johannes der 23.